Ihnen anschauen, wie wir Innovation in Beschaffungen, im öffentlichen Beschaffungswesen Raum geben können und zulassen können. Mein Name ist Jennifer De Capitani. Ich arbeite seit bald 10 Jahren bei AWK als Beraterin und bin häufig mit Beschaffungen konfrontiert. Als allererstes möchte ich mit Ihnen den Begriff Innovation genauer durchleuchten. Es gibt viele verschiedene Definitionen, was genau Innovation heißt. Alle haben aber gemeinsam, dass es sich um etwas Neues handelt. Etwas, was vorher noch nicht da war. Das alleine reicht aber nicht, um etwas eine Innovation zu nennen. Es braucht auch einen Mehrwert. Wir müssen bereit sein, für dieses Neue auch etwas zu bezahlen. Es gibt eine Kurve, eine Marktdynamikkurve von Rogers, die ich Ihnen kurz zur Innovation zeigen möchte. Es zeigt die verschiedenen Phasen, welche eine Innovation durchmacht auf dem Markt und auch den Marktanteil, die eine Innovation einnimmt, sofern sie auch erfolgreich ist. Sie sehen, am Anfang stehen die Innovators, die beginnen mit einer neuen Idee und haben einen geringen Marktanteil. Schnell, wenn es eine gute Idee ist, kommen schon die Early Adopters und versuchen mitzuhalten und stellen auch ihre Produkte her. Und dann gibt es Unternehmen oder Hersteller, die dann eher bei den Late Majority oder Laggards, vielleicht eher, wenn die Marktsättigung schon erreicht ist, einsteigen und ihre Produkte entsprechend der neuen Innovation herstellen. In der Beschaffung sollten wir uns daher überlegen, wo in diesen Phasen befinden wir uns, wenn wir von Innovation sprechen. Möchten wir Innovation beschaffen, welches die neueste Entwicklung entspricht, oder sollten wir warten, bis etwas eher dem Stand der Technik entspricht? Vielleicht warten wir sogar, bis es schon fast veraltet ist. Bei der Innovation kommt es auch darauf an, woher diese Innovation kommt. Es gibt Innovationen, die sind durch die Hersteller vorangetrieben, und es gibt Innovationen, die sind eher durch die Nachfrage, durch eine Bedarfsstelle zum Beispiel, vorangetrieben. Wir haben ein paar Beispiele. Das iPhone von Apple wurde 2007 vorgestellt. Es wurde eher als Revolution wahrgenommen. Hier denke ich wirklich, dass der Hersteller die Nachfrage auch hervorgerufen hat. Beim 3D-Drucker für den Privatgebrauch, der wurde entwickelt, aber hier sehe ich die Nachfrage noch nicht. Ist insofern vielleicht auch gar nicht so eine große Innovation. Wir haben aber sehr gute Beispiele gesehen, wo die Hersteller auch zusammen mit der Nachfrage oder mit den Kunden ihre Produkte entwickeln. So haben wir bei Paketdrohnen oder auch autonome Fahrzeuge haben wir große Entwicklungen gesehen, zum Beispiel in industriellen Produktionsbetrieben oder auch bei Versandhäusern, die jetzt häufig auch die Nachfrage zwar von den Kunden kommt, aber in Zusammenarbeit mit den Herstellern die Entwicklung vorantreibt. Ich habe mit Ihnen kurz gezeigt, wie groß die Dimensionen von Innovation sind. Und wir müssen uns da immer im Hinterkopf behalten, wovon reden wir, wenn wir Innovation in Beschaffungen einbauen. Ich habe die Beschaffung grob in 4 Teile geteilt, um mit Ihnen zu zeigen, wo wir Spielraum für Innovation haben. In der Vorbereitung geht es eher um die organisatorische, strukturelle Situation, die wir haben. In der Vorbereitung gibt es Marktabklärungen, Bedarfsklärungen, vielleicht auch Strategien. Und hier haben wir Raum, eher längerfristig mit zum Beispiel Innovationsprozessen eine kulturelle Veränderung herzubekommen und dann auch nachhaltiger vielleicht Innovation für die Zukunft zu ermöglichen. Bei den Beschaffungsunterlagen geht es ganz klar um die Beschaffung selbst. Es geht um eine konkrete Beschaffung. Hier geht es um die Spezifikation und allenfalls um Kriterien, wie wir die Anbieter auswählen. Danach gehen wir in die Ausschreibung bis und mit Zuschlagsentscheid. Hier gibt es einerseits den Standardprozess, Offerterstellung und Evaluation. Den Spielraum für Innovation sehe ich hier vor allem aber in der Interaktion mit den Anbietern. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten wie selektives Verfahren, Fragerunden, Dialog etc. Danach geht es in die Realisierung, und in der Realisierung macht sich eine ganz neue Palette von Möglichkeiten breit, wie wir Innovation einbringen könnten. Um hier noch konform zu sein mit dem Beschaffungsrecht, sollten wir uns diese Gedanken jedoch bereits bei der Erstellung der Beschaffungsunterlagen machen. Es wäre von Vorteil. Wir können hier zum Beispiel agiles Projektmanagement einbringen
oder auch auf sonstige Weise definieren, wie wir Änderungen und Weiterentwicklungen ermöglichen. Um Ihnen heute auch konkrete Beispiele nennen zu können, fokussiere ich mich im Folgenden auf die mittleren zwei, konkret auf die Beschaffung fokussierten Schritten. Als erstes bei der Spezifikation. Wenn wir Innovation in den Spezifikationen einbringen möchten, dann gibt es grob gesagt zwei Richtungen. Einerseits können wir sagen, wir definieren eine neue Innovation. Wir wissen, was wir brauchen und der Markt gibt es noch nicht her. Hier können wir genau beschreiben, was unser Bedarf ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir Innovation, die schon bekannt ist und schon am Markt ist, beschaffen. Hier sehen wir bereits, was vorhanden ist und wir beschaffen dies und spezifizieren dies so. In beiden Fällen ist es wichtig, sich die Marktsituation und die Bedarfssituation genauer anzuschauen, weil wir dafür sorgen wollen, dass ein Wettbewerb herrscht. Es kann natürlich insbesondere im zweiten Fall der Fall sein, dass es noch keinen Wettbewerb gibt und nur ein Monopolist vorhanden ist. Hier sollte man sich sehr genau überlegen, was der Bedarf wirklich ist und vorsichtig sein davor, ein einzelnes Produkt oder eine Firma zu idealisieren. Ich zeige Ihnen auch gleich ein paar Beispiele, bei denen die Spezifikation auf Innovation abgestimmt war. Zum Beispiel sehen wir immer wieder bei der SBB gute Beispiele, wie sie neue Produkte entwickeln und selbst spezifizieren und diese dann auch in den Ausschreibungen sich wiederfinden. Auch bei Ausschreibungen, welche schon vorhandene Innovationen beschaffen, haben wir ein Beispiel bei autonomen Fahrzeugen. Es gibt immer mehr Orte, wo der öffentliche Verkehr Versuche gestartet hat mit autonomen Fahrzeugen. Vor etwa einem Jahr hat auch Bernmobil autonome Fahrzeuge beschafft. Und die Tatsache, dass da 3 gültige Angebote eingegangen sind, zeigt mir, dass eine seriöse Vorbereitung gemacht wurde und die Marktabklärung eingeflossen ist. Es gibt auch ein Beispiel, das eher die Idealisierung zeigt. Wir haben vor etwa 1,5 Jahren gesehen, dass die Capo Basel-Stadt 7 Alarm-Piquet-Fahrzeuge der Marke Tesla freihändig beschafft hat, mit der Begründung der technischen Besonderheit. Mir ist klar, Tesla hat technische Besonderheiten. Da ist aber wahrscheinlich etwas passiert, wo man als die Verantwortlichen das Produkt gesehen haben und vielleicht auch idealisiert haben und dann gesagt haben, das ist unser Bedarf. Und eigentlich sollte es umgekehrt sein. Wir sollten unser Bedarf nicht einer komplett neuen Innovation anpassen, sondern wir sollten wirklich überlegen, was brauchen wir. Man sieht, es gibt viele Möglichkeiten und es ist schon bestehend, dass Innovation beschafft wird. Aber was ich viel häufiger erlebe, ist die Frage, wie kann ich denn ohne großen Aufwand Innovation in meine Beschaffung reinbringen? Ich möchte keine konkreten Vorgaben machen, ich habe einfach meine Spezifikation. Der Anbieter kann dann sagen, wo das er noch Potenzial sieht und kann mir sein neuestes, bestes Feature anbieten. Und falls ich das für gut befinde, kann ich es dann je nachdem auch noch gut in die Bewertung einfließen lassen. Das ist natürlich schwierig mit dem Beschaffungsrecht. Ich stelle mir da auch immer wieder diese Situation vor. Ich gehe in einen Online-Shop, weil ich ein konkretes Produkt brauche. Dann stöbere ich noch ein bisschen rum und irgendwann treffe ich auf ein Produkt, von dem ich nicht gewusst habe, dass es das gibt. Und wenn ich mit der Zeit da reinschaue, denke ich, ah, ich brauche unbedingt dieses Produkt. Und so soll die öffentliche Hand nicht beschaffen. Dennoch ist der Wunsch, Innovation zuzulassen, legitim. Ich begrüße es sehr, wenn man offen ist für neue Ideen und für die neuesten Entwicklungen und ein Auge offen hat und nicht auf Altbewährtes setzt. Wir haben aber das Beschaffungsrecht im Weg. Es stehen sehr viele Fragen im Raum. Wie kann ich 2 Innovationen vergleichen? Wie messe ich Innovation? Sind denn Angebote überhaupt noch vergleichbar, wenn wir Innovation reinnehmen oder zulassen? Was sind die Risiken, was sind die Chancen und wer finanziert das? Ist denn Innovation überhaupt wirtschaftlich? Es gibt ganz viele Fragen und ich kann Ihnen zu einem Teil davon auch ein paar Lösungsansätze zeigen. Zum einen sehen wir die Zuschlagskriterien. Hier gibt es
einige Beispiele, wo offen formulierte Zuschlagskriterien zu finden sind. Das ist in der Praxis relativ üblich und auffindbar. Da heißt ein Zuschlagskriterium vielleicht Innovation. Es ist sehr subjektiv und relativ angreifbar, wenn denn ein Anbieter mit dem Resultat nicht zufrieden ist. Darum sind diese Zuschlagskriterien häufig mit 10-20%, maximal auch 30%, wobei ich hier das Risiko persönlich nicht eingehen würde. Versuchen wir, dieses Kriterium ein bisschen klarer zu formulieren, kommen wir vielleicht auf eine Formulierung, wie das zweite hier aufgezeigt, zählen Sie einzigartige Eigenschaften Ihres Produkts auf und zeigen Sie uns den Mehrwert, den es generiert. Auch hier sind wir kein bisschen besser, es ist immer noch sehr schwammig. Man kann es ein bisschen greifen, aber um es messbar zu machen, müssen wir etwas reinbringen, wie zum Beispiel, zeigen Sie die Zeiteinsparung, die wir damit gewinnen, oder zeigen Sie, welche Kosten wir damit einsparen. Wenn wir damit Zahlen reinbekommen, dann können wir auch Angebote messen, bewerten und miteinander vergleichen. Wir sind aber davon abhängig, dass wir den Anbieterangaben glauben. Und es ist häufig eine Prophezeiung des Anbieters, die wir erst lange nach dem Zuschlag wirklich auch in der Realität sehen. Ein weiterer Blickwinkel ist es, wenn wir uns überlegen, wie innovativ ist dieses Unternehmen insgesamt. Hier können wir vielleicht mit historischen Daten oder der Historie des Unternehmens arbeiten. Wir können uns überlegen, war denn diese Firma in der Vergangenheit eher bei den Innovators oder Early Adopters oder war die Firma eher bei den Laggards dabei und hat nicht den aktuellen Stand der Technik mitgehalten? Dies kann ein Hinweis sein dafür, wie innovativ die Firma auch in Zukunft sein kann. Man kann das innovative Potenzial einer Firma eventuell eruieren. Hier habe ich auch ein paar Beispiele aufgelistet, zum Beispiel seit welchem Jahr sind Ihre Geräte standardmäßig mit Bluetooth ausgerichtet oder seit welcher Version werden die Integration mit Online-Zahlungsmitteln unterstützt. Das sind sehr konkrete und messbare Kriterien. Sie basieren aber alle auf Annahmen, dass uns diese Faktoren auch Hinweise dazu geben, wie sie in Zukunft arbeiten werden. Wir müssen uns im Klaren sein, bei der Innovation können wir nicht eine absolute Messbarkeit hinbekommen, wenn wir Kriterien wählen wollen. Es ist nicht wie die Maximalgeschwindigkeit eines Autos, die man messen kann und vergleichen kann und dann eine Zahl herauskommt. Hier müssen wir ein bisschen Mut haben, auch Ideen zu haben und Strukturen uns zu überlegen, mit welchen Firmen wir zusammenarbeiten möchten. Häufig in Beschaffungen, die eher komplex sind und wo Innovation wirklich gefordert wird und mit auch mehr Aufwand dahinter diese Innovation verfolgt wird, kommen wir nicht um das Thema Kommunikation herum. Die Kommunikation würde man sich so am liebsten vorstellen, wir sitzen alle gemeinsam an einem Tisch, wir besprechen unseren Bedarf, der Anbieter versteht, was wir wollen, bringt seine innovativen Ideen ein und am Schluss haben wir das Gesamtsystem im Bild und alle wissen, wovon wir reden und wir haben auch schon getestet, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Das wäre ideal. Geht leider nicht im Beschaffungsrecht oder nicht ganz so einfach, denn wir haben Mittel und Möglichkeiten zu kommunizieren und wir sollten diese auch nutzen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Iterationen von Fragerunden durchzuführen. Da können kleinere Diskussionen entstehen. Wir können auch Anbieterpräsentationen durchführen und da die Anbieter auf konkrete Fragestellungen eingehen lassen oder auch sehen, ob der Anbieter verstanden hat, was mein Bedarf ist. Mit einem Proof of Concept gehen wir häufig noch einen Schritt weiter und bekommen einen Einblick in die Lösung. Mit diesem Einblick können wir womöglich auch Anbieterangaben zu Zeiteinsparungen oder Kosteneinsparungen verifizieren oder simulieren. Eine weitere Möglichkeit ist der Dialog. Bei einem Dialog nehme ich eine ausgewählte Anzahl an Anbietern und führe mit ihnen meist in mehreren Iterationen einen Dialog durch. In der Regel wird dieses aufgrund der Transparenz und Gleichbehandlung, damit dieses auch nachvollziehbar ist,
akribisch protokolliert, schriftlich niedergeschrieben und darum wird es als sehr aufwendig und riskant beurteilt. Das Gesetz schreibt uns aber in diesem, im Punkt des Dialogs sehr wenig vor. Wir haben im Moment und auch im zukünftigen Gesetz, das auf Bundesebene gilt, haben wir sehr wenig Informationen, was genau der Dialog sein muss oder wie wir dieses genau umsetzen müssen. Und daher sage ich, wir haben auch eine Chance, wir haben eine Nische, die wir mitgestalten können und mitkreieren können, was in diesen Raum reinpasst. Solange wir die Gleichbehandlung und Transparenz beachten, rufe ich Sie daher auch auf, bleiben Sie kreativ. Müssen wir den Dialog in Protokollen niederschreiben oder reicht vielleicht eine Videoaufnahme? Können wir vielleicht den Dialog auch mit kurzen Iterationen, zum Beispiel via Telefonkonferenz, durchführen? Sie sehen, es gibt unzählige Möglichkeiten, die vom reinen Gesetz her nicht eingeschränkt sind, nicht so eingeschränkt sind. Und ich sehe das auch als Chance für uns. Bei jeder Beschaffung, wenn es um das Thema Innovation geht, können wir uns überlegen, was sind die Chancen und was sind die Risiken, die wir eingehen wollen. Wie viel Aufwand wollen wir in das Thema Innovation stecken? Und wenn es sich um eine komplexe Beschaffung handelt, lohnt es sich je nachdem auch, relativ viel reinzustecken und die großen Chancen, die daraus entstehen können, wahrzunehmen. Die öffentliche Hand hat durchaus auch die Aufgabe, nachhaltig wirtschaftlich zu beschaffen. Und es ist teilweise sogar notwendig, öffentlichkeitswirksam attraktive Lösungen zu bieten. Und hier lohnt es sich, die Aufwände zu betreiben. Ich möchte Ihnen mit dieser Folie zeigen, dass Sie auch mit kleinem Aufwand bereits kleine Chancen wahrnehmen können. Die sind oben aufgeführt, zum Beispiel mit einer zweiten Fragerunde oder einem einfachen Kriterium. Wenn Sie etwas weitergehen wollen, können Sie auch ein bisschen höher gewichtetes Kriterium wählen oder messbare Kriterien herausfinden. Und vielleicht können Sie auch Anbieterpräsentationen oder einen Dialog durchführen, zum Beispiel über einen kleinen Teil des Pflichtenhefts. Man muss nicht gleich einen Riesendialog machen. Man könnte sich auch überlegen, wir stellen nur diesen Abschnitt zur Diskussion und schauen, was die Anbieter damit machen. Wenn wir viel investieren, sehen wir auch, dass die Chancen entstehen, wirklich neue Ideen zu entwickeln und mit den Anbietern auch weiterzukommen. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, etwas zu investieren, sei das mit einem Dialog, höher gewichteten Anbieterpräsentationen oder sogar Proof of Concepts, in denen wir Teile der Lösung bereits sehen wollen. Zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen, in der öffentlichen Beschaffung gibt es bereits Innovation. Wir nehmen sie oft nicht wirklich als solches wahr. Wir haben aber dennoch einige Möglichkeiten, die ungenutzt bleiben und viel Potenzial. Stehen Sie vor einer Beschaffung, denken Sie an die drei Bereiche, wo Sie Innovation einbringen können. Erstens in der Spezifikation, wo Sie selbst etwas Neues definieren können oder etwas Neues am Markt spezifizieren können, was Sie wollen oder vielleicht sogar mit dem Markt weiterentwickeln können. Zweitens in den Zuschlagskriterien, wo Sie in verschiedenen Stufen einfache Kriterien einbauen können oder auch sich mehr Gedanken dazu machen, wie der Markt funktioniert und ob Sie mit der Historie zum Beispiel auch Kriterien generieren können, die für Sie sinnvoll erscheinen. Und drittens die Kommunikation. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Kommunikation. Lassen Sie sich auch die Lösungen, wenn immer möglich, zeigen, zum Beispiel bei Anbieterpräsentationen oder Proof of Concept. Und entwickeln Sie kreative Ideen, wie Sie innerhalb des Rahmens des Beschaffungsrechts die Kommunikation nutzen können. Bei der Beschaffung, wenn man Innovation einbringen möchte, ist also wichtig, die Chancen und Risiken abzuwägen. Sehen Sie wirklich auch die Chancen an, die es gibt. Entscheiden Sie sich für Innovation. Überlegen Sie sich, welche Art von Innovation möchte ich und wie reif ist das Produkt oder die Lösung, die ich beschaffen möchte oder die ich am Ende haben möchte.
und überlegen Sie sich, wie Sie diese Innovation in den Ausschreibungsunterlagen einbringen können. Und zu allerletzt, was mir persönlich auch am wichtigsten ist, haben Sie Mut und bleiben Sie kreativ. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci vielmals. Gibt es da noch Fragen? Wie sehen Sie die Möglichkeit, Request for Information in den Prozess einfließen zu lassen? Bei Request for Information ist immer die Frage der Gleichbehandlung, ob alle Anbieter die gleichen Chancen haben. Heute gibt es eigentlich vermehrt auch Unternehmen, Anbieter, Organisationen, die auf CIMAP ihre RFIs publizieren. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, weil jeder Anbieter die Möglichkeit hat, darauf zu antworten. Also ich würde in den allermeisten Fällen das empfehlen. Nur eine Verständnisfrage. Offene Zuschlagskriterien, das heißt, es gibt 15%, wo ich erst später sage, was meine Entscheidung beeinflussen würde, also nach welchen Kriterien ich messen will. Oder was genau heißt offene Zuschlagskriterien? Ja, die sind, also das ist das, was wir am häufigsten auch sehen in den Ausschreibungsunterlagen, die den Mut haben, dieses Kriterium aufzunehmen. Die sind nicht sehr genau spezifiziert. Ich weiß nicht, ob die im Hintergrund teilweise noch mehr dazu wissen, aber ich denke, hier geht es darum, den Spielraum zu nutzen, den wir mit dem Gesetz haben, und es geht da auch definitiv darum, diesen Spielraum nicht zu fest zu strapazieren. Wer hat noch eine Frage? Sie appellieren daran, den Spielraum zu nutzen. Gibt es denn auch Anreize, diesen Spielraum zu nutzen aus Sicht einer Beschaffungsstelle? Wie weckt man die Anreize, diesen Spielraum wirklich zu nutzen? Das erschließt sich mir noch nicht ganz. Also ich sehe sehr viele Anreize, und zwar immer dann, wenn wir anstehen, weil die Beschaffungsstelle sagt, wir können das nicht, weil das öffentliche Beschaffungsrecht lässt das nicht zu. Also normalerweise sind die Anreize erstens mal Möglichkeiten zu schaffen, eben etwas Neues auszuprobieren. Die Anreize könnten auch sein, die Chance haben, einen Anbieter für sich zu gewinnen, den man wirklich auch möchte und mit dem man zusammenarbeiten möchte. Wir sind immer im Spannungsfeld zwischen den rechtlichen Rahmenbedingungen und dem Wunsch, dem subjektiven vielleicht Wunsch, mit wem wir zusammenarbeiten wollen oder wie wir zusammenarbeiten wollen. Aber ich sehe eigentlich nie das Problem, dass zu wenig Anreiz wäre, das System auszunutzen. Es geht mehr darum, dass die Grenzen gesteckt wurden, die man vielleicht ein bisschen durchbrechen könnte. Also vielleicht ein Beispiel. Wir hatten mal auch so nach einer Konferenz kam jemand, wo etwas beschaffen musste, wo man eigentlich noch nicht wusste, wie viel das so etwas kostet. Es gab nichts Vergleichbares auf dem Markt, und ich denke, solche Sachen ist das sicher interessant, oder? Wenn man wirklich so ganz vorne ist, wo man ein Bedürfnis hat, wo man öffentlich beschaffen muss, wo aber sehr eigentlich früh im Zyklus ist. Ist das nur 2,5% auch bei deinen Beschaffungen, oder ist das mehr, wo etwas wirklich so früh im Zyklus schon öffentlich beschafft wird? Das kann ich nicht so pauschal beurteilen. Das kommt wirklich sehr darauf an. Also meine Projekte sind so verteilt, dass ich nicht eine echte Statistik machen kann. Also ja, ich habe mir es auch noch nie überlegt, was auf der Kurve macht, oder? Aber, ja, ich denke, normalerweise sind wir irgendwo in der Mitte und tendenziell eher nach hinten verschoben, also nicht unbedingt zuvorderst.
Ja, Friedo Bracher hat Rete, weniger eine Frage als eine Anregung oder Anmerkung vielleicht. Ich denke, wir haben bereits im heutigen Beschaffungsrecht ein Instrument, um Innovation zu fördern, das einfach in der IT nicht so populär ist, aus welchen Gründen immer. Das nennt sich ein Wettbewerb. Und für die großen Bauwerke macht man das. Da macht man einen Architekturwettbewerb. Und die Teilnahme ist für jeden Architekten eine Ehre, selbst wenn man nicht gewinnt. Und man wird ja auch, der Aufwand wird ja auch entschädigt. Und ich denke, auch bei großen IT-Projekten, wo man weiß, es hat einen stark innovativen Charakter, könnten wir dieses Instrument mehr nutzen. Das ist ein guter Punkt. Ich habe es noch nie gesehen. Und wir müssen uns auch überlegen, ob ein Wettbewerb in der IT, ob das sinnvoller ist, als zum Beispiel einen Dialog durchzuführen. Weil häufig sind wir vielleicht weniger bereit, auf die innovativen Ideen anderer einzugehen, als bei einem Architekturwettbewerb im Bauwesen. Merci. Habe ich noch jemand vergessen? Ja. Also vielen Dank für die Vorträge, das Interesse, und nach der Pause geht es dann wieder im Plenum weiter mit Nachhaltigkeit. Merci vielmals.